Ich muss euch auf jeden Habt ihr Fall. Waffen? Nee, ich habe keine Waffe, aber ich habe Spinnennetze. Passt ja grandios zu mir, ne? Hallöchen, Freunde. Mein Name ist Blacky Widow und willkommen zu einer Runde Survival Games. Heute mit dabei der Marcy und der Alex und ein freundliches Hallo an euch. Hallo. Moin. Okay, Freunde, also, wir haben uns entschieden dazu, eine Runde Survival Games zu zocken. Ich habe mich öfters dagegen gesträubt, weil ich einfach nur aggressiv bei diesem Spielmodus werde. Aber ich dachte mir, mit zwei weiteren Personen kann ich gar nicht so, ablosen. Weil, ich habe ja noch zwei Leute dabei. Vielleicht trifft sie ja zuerst. Ganz freundlich. Okay. Und der Grund, warum wir jetzt hier in der Lobby stehen und aufnehmen, ist, weil, ja, wir haben alle drei kein Premium und es könnte sein, dass wir mehrere Anläufe brauchen, um überhaupt zusammen in ein Spiel reinzukommen. Deswegen mache ich die Ansage hier schon mal mit den beiden Sweden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im richtigen Spiel wieder. Bis dann und tschüss. So, da sind wir auch schon wieder, Freunde, und diesmal haben wir uns für eine 24er-Runde entschieden und wir stehen sogar alle nebeneinander hier direkt. Das heißt, ich würde sagen, wir rennen zu den Kisten und dann direkt hinter uns, versuchen uns ordentlich was da rauszunehmen. Und ja, jetzt geht's los. Viel Glück. Oh. Oh nein. Okay, schnell nach hinten. Ich habe ein bisschen was zu essen nur bekommen. Wo seid ihr? Okay, da. Genau schnell. Hinten. Da ist noch eine Kiste. Ich guck mal schnell rein. Okay, da ist ein Helm. Ich habe ihn an. Geht nach oben. Okay, ich sehe euch. Moment. Ich muss euch auf jeden Fall. Habt ihr Waffen? Nee, ich habe keine Waffe, aber ich habe Spinnennetze. Passt ja grandios zu mir, ne? ich denke mal, damit werde ich euch ein bisschen verteidigen. Oh, hier ist noch eine Kiste. Da bist du voll dran vorbei. Da ist ein bisschen Fleisch noch drin, ne? Wer Essen braucht, kann gerne Bescheid sagen. Ja, Leute, ich muss euch auf jeden Fall sagen, ich bin ein absoluter Noob, was PvP betrifft. Deswegen bin ich total hier auf die beiden angewiesen. Oh, war das Schwert für mich? Ja, ich hab schon mit. Können wir die abbauen? Okay, super. Dann habe ich jetzt. Ah ja, die Melonen abbauen. Ich kann aus irgendeinem Grund kann ich eure Skins nicht sehen. Finde ich jetzt ein bisschen blöd, weil dann komme ich ein bisschen in Verwirrung. Ja, aber das ist nur ein Skin-Bug. Das geht wieder weg. Ich hoffe mal, dass ich mich nicht verwirren lasse. So, jetzt müssen wir mal hier wieder raus. Ich hoffe, hier kommen wir raus. Kommen wir hier nicht mehr raus? Oh mein Gott! Sind wir hier drin gefangen? Lol. Ich glaub schon. Nein, das ist nicht euer Ernst, Leute. Wir sind doch jetzt nicht hier drin gefangen, oder? Was? Warte, hier runter geht irgendwas. Ich teste mal. Ah. Oh, ich hatte gerade echt Panik, Leute, Alter. Oh, ich dachte schon. Ich hab auch gedacht, man kommt nicht raus. Ich hab uns alle in die Falle gemacht. Oh Gott, ich hab gerade voll Panik geschoben. Ich dachte, wir werden jetzt gefangen. Das erinnert mich an eine Survival-Games-Runde, die ich mal so privat alleine gezockt habe. Da bin ich mal auf irgendeiner Map gewesen und hab mir dann ein paar Kisten geschnappt und dann ging der Raum zu, das war so eine Garage, so eine Art Garage, und dann kam da überall Lava runter und ich war da bis zum Deathmatch, war ich da auf einem Stein gefangen und kam da nicht mehr weg. Okay, dann lass uns mal auf einen Gegner zurennen, würde ich mal sagen. Boah, die zeigen auf euch höchstwahrscheinlich die Feinde. Ja, stimmt. Boah, das ist so asozial, im Dreierteam zu spielen. Ja, aber wir sind, bist du gut in PvP? Also ich nicht. Da ist jemand! Also, ich schnapp den euch! Los! Ich schätze mal, wir drei zusammen gelten erst als eine Person. Aua. Verdammt, ich brenne. Er ist runtergefallen. Oh Gott, du brennst und ich kann dich nicht löschen. Was machen wir jetzt? Ja. Ich brenne. Gehen wir die Brücke mal entlang? Okay. Hast du was zum Recken? Oh, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Hier, nimm mein Fleisch. Mein ich würde sagen, wir fighten geschafft, den. Blacky, komm zurück. Drück nicht. Runter. Den Typen fighten, der ist allein in der Ecke. Okay. Alexander, schau du dich mal um, ob es da vielleicht eventuell was gibt. Wer zündet sich hier TNT automatisch sofort? Weiß ich nicht. Ich glaube nur in Ender Games. Oh. Reckt er sich da oder was? Er baut sich eine Kiste, mit aber TNT die. Ja. Lauf da weg. Pass auf, dass du nicht stirbst. Schlag ihn! Ich lag. Nein! Ich hatte so ein Lag, wo ich einfach nichts machen konnte, weißt du?
bin dann gestorben. Ich bin dann einfach gestorben. Oh mein Gott. Bist du dieser Typ da unten? Ja, ich bin unten, komm runter. Okay. Ich spectate jetzt gerade mal. Ja, Leute, ich bin jetzt tot. Jetzt kommt's auf meine Teamkameraden hier an. Ich hab, das ist immer richtig blöd bei mir, ja? Wenn ich in eine Kampfsituation komme, dann kommt so ein richtig mieser Lag. Dann sehe ich die Person einfach nur noch da rumstehen, das können auch alle im Video sehen. Und versuche darauf einzuschlagen und dann ist der Lag weg und dann bin ich einfach tot. So sieht das bei mir meistens dann aus. Also es ist ein bisschen blöd bei mir. Deswegen ist Survival Games jetzt auch nicht gerade so etwas für mich. Aber ich finde es ganz lustig. Auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal zu, wie sich unser Team hier macht. Kann ich ein bisschen Commentary machen. Oh Mann. Ey, da oben ist übrigens eine Kiste. Wart ihr da schon dran? Direkt über dir, Alex. Ja, ich war gerade dran. Da habe ich nur eine Kettenhose gefunden. Okay. Hat jemand eine Ahnung, wie ich meinen HUD ausschalte? Ich glaube, das würde ein bisschen schöner aussehen. Dein was? Mein HUD, ich glaube, das ist F1 oder so. Ja, F1. Dann kann ich meine Lebensanzeige und so verstecken. So, jetzt haben wir hier... Oh, ihr werdet mit Pfeilen beschossen. Los, haut beide drauf! Er rennt! Rennt ihm hinterher! Rächet mich! Uiuiuiuiuiui. Ja, man kann bei mir im Video sehen, also meistens teleportieren sich die Leute für mich immer so. Wart ihr schon an der Kiste, wo ihr gerade vorbeigerannt seid? War das knapp, ich habe mit einem Herzen überlebt, aber ich kann verzaubern. Nice. Merke ich auch. Leute, am Baum da hinter euch ist noch eine Kiste. Oh, ist das nicht herzhaft für die beiden Knuddeln? Hinter dir. Ja, weiter geht's. Ja, also warte kurz. Da ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Hinter dir, Marci. Weiß ja nicht, ob ihr da schon dran wart. Und war da irgendwas Schickes drin? Ja. So, jetzt gehen die hier beide runter. Hier geht's noch weiter. Auf ins dunkle Ungewisse. Was für ein Schwert hast du, beziehungsweise wie viel Schaden macht das? Ich habe ein Steinschwert. Wie viel Schaden? Moment. Steinschwert, glaube ich... Fünf Angriffsschaden. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber ich verzauber das gleich, wenn ich einen Verzauberungstisch habe und dann läuft. Ach, du hast die Dia-Axt so lange. Unter dir ist eine Dia-Axt, genau. Geil! Leute, ich wünschte, ich wäre noch am Leben, aber nur mein Geist verfolgt euch jetzt gerade. Ich werde aber immer in euren Herzen bleiben. Was meint ihr, soll ich jetzt die Dia-Axt verzaubern oder den Bogen? Den Bogen. Die Axt kannst du höchstens auf Haltbarkeit oder so einen Scheiß verzaubern. Auf Schärfe geht auch. Bei einer Axt? Also auf Schärfe? Ich glaube nicht. Doch, habe ich schon gemacht. Eigentlich nicht im Enchanting Tower. Hier sind noch Goldschuhe drin. Nimm dir mal, ich kann nichts mehr packen. Wo seid ihr denn jetzt in der Kanalisation, oder was? Ja. Ist so nass und dunkel und feucht hier unten. Oh, Scheiße, da ist einer. Oh, wo bist du denn hin? Das bist du, sorry. Ja, warte, nimm die Goldschuhe. Ich würde mal gerne sehen, wer noch lebt. Also ihr beide leben noch. Ich hab Kettenschuhe. Vier andere Leute noch. Ihr könntet euch bis zum Deathmatch noch schaffen. Also ich glaube, wir gehen... Mach mal ganz kurz meine Tür zu, komm mal hoch. Alles klar. Ah, warte, die Kisten sind wieder aufgefüllt. Das heißt, ich brauche keine Angel. Ich habe selber eine Angel. Okay. Das heißt, hier unten ist wieder Loot drin. Ah, ich hoffe, ihr beide schafft das. Lass uns mal wieder an die Oberfläche. So Moment, lass hier uns noch looten.
Ich hoffe, ihr beide packt das für mich. Du musst mir ja mal sagen, wenn du fast tot bist, dann werfe ich den Trank auf dich. Ja. Geheimgänge. Oh. Wo führen sie hin? Timo, wo bist du? Marci, Manni. In irgendeinem komischen Gang, aber ich weiß nicht, wo er mich hinführt. Gucken, ob hier eine Truhe zu finden ist. Hallo? Jemand da? Okay, der Gang ist dunkel. Gang ist dunkel und komisch. So, ich komm irgendwie... Achso, da ist ein Stein vor. Ich hab euch verloren. Dann werde ich mich jetzt wieder zu euch teleportieren. Dann flieg ja mal durch und guck, ob ich irgendwo ankomme, sonst dreh ich jetzt schon um. Ich kann hier selber kaum was sehen in der Dunkelheit, ey. Okay, ist eine Sackgasse. Ah ne, hier geht's. An die Oberfläche oder sowas. Uiuiui. Was ist das denn hier? Hey, ich seh nicht. Ich seh auch überhaupt nichts. Was ist denn du? Ach, da. Den ja, Tracker. Ich guck mal, wo es da hingeht. Bin schon draußen, du kommst in den Wald. Hab ich grad die Tür aufgemacht? Weiß ich nicht, eigentlich kannst du keine Türen aufmachen. Stimmt, kann ich nicht. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wo ich bin jetzt in so einem Zwischengang. Ja, irgendwann kommt eine Öffnung, wo du raus kannst. Bist du durch die Kanalisation weitergelaufen? Ich weiß, wie weit ihr voneinander entfernt seid, aber ich glaube, ich kann das nicht so gut erklären. Blackie, kannst du mir sagen, ob da oben, wo ich bin, ob da eine Kiste ist? Ja, Moment. Ja, da ist eine Kiste. Okay, ich hol sie. Alles klar, ich glaube, ich bin bei ihm. Der Tracker hat zu ihm geführt. Nice. Verdammt, ich komme hier nicht hoch. Oh, ist das ein Jump and Run? Vorsicht, ich bin das bei dir. Das ist ja gemein. Um an eine Kiste zu kommen, Jump and Run, ey. Boah, fuck, beim Aufnehmen leckt das mega. Wird man wahrscheinlich wieder mega meine Tastatur. Ach man, ich komme nicht weiter. Ah, wunderbar. Und was ist für drin? Zwei TNT und ein bisschen Schweinefleisch. Oh Mann. Ja, kann man nicht wissen, ne? Egal. Ja. Ich komme ja gar nicht runter, ey. So, oh, da war, glaube ich, jemand. Komm mal mit. Das schaue ich mir auf jeden Fall an. Actionmusik! War noch was drin gewesen? Ja, da waren zwei Heilungstränke. Oder nee, warte, das sind andere Tränke, Moment. Stärketränke. Vorsicht, ich spring nicht runter, ich loot nur die Truhe. Ah oh, nee, das waren auch Heilungstränke. Oh fuck, oh fuck, Moment. Wo geht's hier denn hoch? Ach du. Ich geh mal ein bisschen in die Lüfte und guck mal, ob da hier irgendwer kommt. Wie viele leben außer euch denn noch? Drei. Drei Leute. Wo bist du jetzt? In dem großen Haus. Was sagt denn euer Tracker? Dass jemand direkt bei mir ist, stell dir vor. Ja, schon logisch, ne? Moment. Vorsicht, nicht in die Scheiße laufen. Warte, ich mach kurz ein Feuer hin. Okay, da mach du das. Vorsicht, ich glaube die Bude fackelt dadurch ab, oder nicht? Ah, geht nicht. Oh, ich bin sogar Level 3 schon. Soll ich mal gucken, wo die anderen sind? Ja. Einer ist in der Mitte auf jeden Fall, aber keine Ahnung, ob da noch mehr sind. Marci, wie viele Pfeile hast du? Ja, einer 25. Chillt in der Mitte. Der ist Full Iron, glaube ich. Ne, der hat eine Lederhose. Okay, komm, den können wir killen. Ich sehe ihn. Action! Ist doch nicht zuerst, was ich drin bin. Er hat ein enchantetes Eisenschwert.
nein, es laggt. Boah. Ich hab ihn getötet. Ja, ihr habt das gemacht und ich hab von der Action kaum was mitbekommen, weil ich mal wieder so ein Frame Drop hatte. Ja, ich hab gerade auch eine Stunde. Alter, laggt es gerade. Wo ist denn hier der Enchanting Table, lol? Was hat denn der hier? Oh, willst du ein Eisenschwert haben? Weil ich hab jetzt von ihm das. Ich hab richtig viele Sachen, warte. Sein enchantetes Eisenschwert bekommen, Sharpness 1. Wenn mit einem Schwert kannst du blocken. Ich glaube, ich gehe links. Ah, das sind zwei. Die sind ein Team, ja. Nicht alleine reinlaufen. Dann geht zusammen. Oh Junge, ich hab gerade irgendeinen Achievement bekommen, weil ich so einen komischen Range-Hit gemacht habe oder so. Ich wurde gerade getroffen. Alter, die sind richtig gut mit den Fallen. Ja, ich versteck dich einfach mal so hinter. Der eine kommt zu euch. Der eine hat auf jeden Fall ein Eisenschwert. Der eine ist halb tot, weil ich ihn angezündet habe. Ah, die haben ihre Heal Potions verbraucht. Eine sehr spannende Runde. Oh, der hat einen goldenen Apfel gegessen. Oh fuck, ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe nur noch 8 Pfeile. Ich kann dir welche abgeben, wenn du möchtest. Nee, ich muss nur den Typen klettern. Ich hoffe, ich schaffe den mit so einem Goldapfel. Gib alles! Ah, er hat einen Heiltrank benutzt. Jawohl. Oh fuck, er kommt. Oh, scheiße. Seid ihr noch zu zweit oder bist du gestorben, Marcy? Ich weiß jetzt nicht genau, wer das war. Ich lebe noch. Okay, super. Okay. Lauf einfach weiter weg. Bist du gestorben, Alex? Ja, ich bin gestorben. Lol. Hey Marcy, du bist auch tot, oder? Nein, ich lebe, lol. Nein! Weil bei mir hat's einfach so sehr geleckt, er hat nicht mal versucht, den Apfel zu essen und dann der Typ einfach durchs Feuer gelaufen. Fuck, Alter. Leute, ich bin ziemlich früh gestorben. Ist zwar schade, aber dafür habe ich gut spectated. Paar Lecks waren auch dabei. Ist halt bei mir Gewöhnungssache, ne? Und ja, ich hoffe natürlich, trotzdem hat euch die Folge gefallen. Ich hatte heute auch den Alex und den Marcy dabei. Zwei richtig coole, chillige Männchen. Nee. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, wenn ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und von mir wäre das ein Tschüss und ich hoffe von euch auch. Ciao. Tschö.